Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und heute schauen wir uns eine neue coole Mod von Kai Odenik an, und zwar die Expanded Behavior Mod. Auf Deutsch übersetzt heißt die Mod Erweitertes Verhalten, und wie der Name schon sagt, werden einige Verhaltensweisen und Verhaltensmuster von Dinosauriern durch diese Mod angepasst und geändert, so dass es ein bisschen angenehmer zum Spielen ist und realistischer ist. Ich gehe jetzt einmal mit euch durch, welche Punkte durch diese Mod angepasst werden, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, ob sich diese Mod für euch lohnt oder nicht. Als allererstes haben wir den Punkt Verletzungen. Im Standardspiel ist es so, dass bis zu 95% von allen Kämpfen, auch so Dominanzkämpfe, in Verletzungen enden. Und von diesen Verletzungen sind dann auch noch 80% schwere Verletzungen, die dann auch in der Veterinärstation behandelt werden müssen. Und die Expanded Behavior Mod passt diese Werte so ein bisschen an, senkt die ein bisschen runter. Und jetzt ist es halt so, dass nur noch 35% von diesen Kämpfen in Verletzungen enden. Und 25% dieser Verletzungen sind dann nur noch schwere Verletzungen. Das heißt für uns Spieler natürlich, dass Verletzungen viel seltener vorkommen. Und natürlich auch schwere Verletzungen, die dann auch wirklich stationär behandelt werden müssen, noch viel seltener vorkommen. Was aber meines Erachtens auf jeden Fall eine sehr gute Sache ist, weil ich, als ich die Kampagne und die ganzen Chaos Theory Modes durchgespielt habe, das schon ein wenig nervig fand, dass die sich halt so oft gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben und dann musste ich die halt immer wieder mit schweren Verletzungen behandeln, gefühlt irgendwie alle 5 Minuten. Und dieser Wert wird halt ein bisschen angepasst und dadurch wird das Spielen dann angenehmer. Der nächste Punkt, der verändert wird, ist das Jagdverhalten. Im Standardspiel ist es so, dass die Dinosaurier eigentlich immer dann jagen, wenn sie hungrig sind. Das machen sie tatsächlich auch, wenn schon Essen vorhanden sein sollte, also wenn da schon irgendwie eine Ziege liegen sollte oder ein anderer Kadaver liegen sollte, würden sie trotzdem wieder was Neues erlegen, um dann an Fressen zu gelangen. Einige Dinosaurier jagen sogar aus Spaß und Sport, und genau dieses Verhalten wird durch die neue Mod angepasst. Denn nur noch der Indominus Rex und der Indoraptor jagen jetzt aus Spaß und Sport. Alle anderen Dinosaurier jagen nur noch, wenn sie hungrig sind. Und wenn schon Fressen vorhanden sein sollte im Gehege, also irgendein Kadaver, der in der Ecke liegt, dann priorisieren sie diesen, anstatt dann was Neues zu erlegen. Also sie fressen erst das Alte auf, bevor sie dann wieder auf Jagd gehen. Und als nächsten Punkt, der angepasst wird, haben wir das Fressverhalten. Hierbei wird ein ganz neues Omnivoren-System in das Spiel eingeführt. Das heißt für uns, bestimmte Dinosaurier können jetzt Pflanzen oder Fleisch fressen. Aber es ist trotzdem noch so, dass sie eins von beiden bevorzugen. Standardmäßig ist das einmal der Archaeornithomimus, der angepasst wird. Dieser präferiert zu 95% Pflanzen und zu 5% würde er dann Fleisch fressen. Das heißt, er würde sich dann auch ab und zu mal zwischendurch einen Fleischsnack gönnen. Allerdings geht er dann nicht selber auf Jagd und erlegt Beute, sondern er frisst halt nur das, was halt vorhanden ist. Wenn da irgendwo ein Kadaver oder sowas liegt, würde er diesen dann auch ein wenig anknabbern. Und der Troodon wird angepasst. Dieser präferiert zu 67% Fleisch und zu 33% Pflanzen. Es ist aber tatsächlich so, dass man diese Werte in einer Config-Datei komplett selber anpassen kann und dann für jeden Dinosaurier selber einstellen kann. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber das steht alles in der Mod-Beschreibung. Aber da kann man dann wirklich für jeden einzelnen Dinosaurier einstellen, wer wann was frisst und zu welchen Prozentzahlen. Man kann übrigens auch für das Jagdverhalten, was ich euch vorhin schon erzählt habe, alle Werte einstellen. Also da kann man dann zum Beispiel auch Hunting aus Spaß komplett ausstellen, dass es auch der Indominus Rex nicht mehr macht, oder andere Werte anpassen. Also da kann man wirklich für jeden einzelnen Dinosaurier diese ganzen Verhaltenswerte anpassen. Und dann haben wir als nächsten Punkt das Stressverhalten. Im Standardspiel war es ja so, wenn die Dinosaurier zu viel Stress hatten und in den roten Bereich gekommen sind, dass sie dann irgendwann anfangen, die Zäune anzugreifen und kaputt zu machen und auszubrechen. Das ist durch die Mod zwar immer noch der Fall, allerdings wird jetzt unterteilt in friedliche und aggressive Dinosaurier. Aggressive Dinosaurier werden immer noch genauso handeln wie vorher, also die werden immer noch die Zäune angreifen, dann ausbrechen und dort eventuell dann auf die Gäste losgehen. Friedliche Dinosaurier haben jetzt aber ein anderes Verhalten auf Stress.
Dieses wird in verschiedene Stressverhaltensweisen unterteilt. Sie können jetzt zum Beispiel als Anzeichen des Stress das Fressen verweigern. Oder Sie können die Zäune einmalig angreifen, um zu zeigen, dass Sie Hilfe brauchen. Also das heißt, Sie greifen ihn wirklich nur einmal an und greifen ihn nicht so lange an, bis er dann kaputt geht. Und wenn das Stresslevel dann zu weit in den roten Bereich geht, dann kann es auch passieren, dass die Dinosaurier ins Koma fallen. Ich finde das Ganze echt interessant, weil halt jetzt jeder Dinosaurier ein bisschen anders auf Stress reagiert. Und hier kann man jetzt nochmal als Beispiel, damit man das ein bisschen versteht, das Ganze in so einer kleinen Liste sehen. Alles was grün ist, macht er halt und was rot ist, macht er nicht. Nehmen wir mal den Gallimimus. Der würde zum Beispiel versuchen, Hilfe zu bekommen, indem er dann gegen die Zäune einmal so gegen scheppert und dann nach Hilfe ruft. Dann würde der auch anfangen, nicht mehr zu fressen. Und wenn es ganz schlimm wird, würde er auch ins Koma fallen. Allerdings würde er nicht die Zäune angreifen, um auszubrechen. Der Iguanodon hingegen würde nichts von diesen drei Punkten machen und stattdessen würde der ganz normal noch die Zäune angreifen, weil er halt einer der aggressiven Dinosaurier ist. Aber es gibt zum Beispiel dann auch den Coritosaurus, der würde nicht gegen die Zäune gegenscheppern, um zu zeigen, dass es ihm schlecht geht oder anfangen nicht mehr zu fressen, sondern der würde einfach ins Koma irgendwann fallen. Das wäre seine Reaktion auf Stress. Also das ist hier wirklich bei jedem Dinosaurier komplett anders, wie ihr sehen könnt. Und der nächste Punkt, der angepasst wurde, ist das Betäuben der Dinosaurier. Normalerweise ist es ja so, wenn die dann betäubt werden, wabbeln die so ganz komisch durch die Gegend, bis sie dann auf dem Boden liegen. Und durch die Mod wird auch dieses Verhalten angepasst. Wenn man jetzt einen Dinosaurier betäubt, dann legt er sich hin und schläft einfach ganz normal ein. Und als letzten Punkt, der durch die Mod verändert wird, haben wir Biomanpassungen. Das heißt, bestimmte Dinosaurier passen ihr Verhalten an die Umgebung an, in der sie leben. Im Moment ist es halt so, dass es Anpassungen gibt für halbtrockene Gebiete und für trockene Gebiete. Kurz zur Erklärung, damit ihr versteht, was damit gemeint ist. Wenn jetzt ein Dinosaurier in so einem halbtrockenen Gebiet lebt, das heißt ein Gebiet, wo es relativ wenig Wasser gibt, hat er dann die Möglichkeit, durch die Nahrung, die er frisst, auch Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das heißt, wenn er dann irgendwelche Pflanzen frisst, würde er auch so ein bisschen Wasser dazu bekommen. Und es gibt auch noch die Anpassung für komplett trockene Gebiete. Das heißt, Dinosaurier brauchen gar kein Wasser mehr, um in dem Gebiet zu leben. Das Wasser würden sie sich dann komplett aus der Nahrung holen. Aktuell enthält die Mod nur einen Dinosaurier mit so einer Anpassung, nämlich einen halbtrockenen Dinosaurier, den Styracosaurus. Allerdings kann man auch hier in der Konfigurationsdatei weitere Dinosaurier hinzufügen mit diesen beiden Anpassungen und das Ganze so machen, wie man es gerne hätte. Und apropos Konfigurationsdatei, da schauen wir jetzt auch nochmal ganz kurz rein. Die befindet sich ganz normal in dem Ordner, heißt Config Expanded Behavior Ini. Und wenn ihr die öffnet, dann könnt ihr hier einige Werte nach eurem Belieben anpassen. Ist auch eigentlich relativ übersichtlich, also man hat hier immer diese Überpunkte, das ist jetzt hier zum Beispiel das Fressverhalten. Dann steht hier oben immer so ein bisschen erklärt, worauf man achten muss. Und hier unten kann man dann Werte und andere Sachen anpassen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier das Fressverhalten von dem Archeornithimimus. Das kann man dann komplett abändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier eine 0.5 rausmachen, hier eine 9.5. Das heißt, er würde jetzt noch zu 5% Pflanzen bevorzugen und zu 95% Fleisch bevorzugen. Könnt ihr sogar Fisch einstellen. Könnte ich dann wahrscheinlich so machen. Und jetzt würde der sogar zu 10% noch Fisch fressen. Das geht alles relativ simpel. Man kann hier auch dann einfach einen weiteren Dinosaurier hinzufügen, indem man das Ganze kopiert und einfügt, den Namen ändert, zum Beispiel Degosaurus. Und dann kann man hier natürlich auch wieder die ganzen Werte und sowas verändern. Da hätte man dann auch noch andere Sachen, zum Beispiel diese Biomanpassung oder die Stressanpassung. Da muss man sich halt alles so ein bisschen durchlesen und so ein bisschen reinfuchsen. Wenn ihr übrigens so False und True-Werte habt in dieser Config, dann heißt das nichts anderes als Ja und Nein. Das heißt, der Dryosaurus würde jetzt nicht nach Hilfe suchen. Das ist nämlich hier auf False, also auf Falsch. Wenn ich das jetzt auf True mache, dann wäre das ein Ja und das würde er machen. Und auch hier könnte ich jetzt ganz normal mit Copy-Paste weitere Dinosaurier hinzufügen. Nehmen wir mal irgendeinen kurzen Minmi. Und dann kann ich auch hier die ganzen Werte anpassen. Aber viel ausführlicher will ich darauf gar nicht eingehen. Ich denke, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert.
Diese Mod ist wirklich mega umfangreich und ich finde die Änderung richtig, richtig cool. Und besonders cool finde ich, dass man alles selber dann noch konfigurieren kann nach seinem Vorlieben. Aber Leute, das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, diese Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Die Mod von Kai Odenik ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr gerne mal draufklicken und das Ganze selber ausprobieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.